Halli, hallo, hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII Remake. Ja, wir sind in Sektor 7 angekommen. Heute Nacht lasse ich dich nicht nach Hause. Wie? Ich weiß genau, wovon ihr redet. Ja, ja, ja. Und ich wollte gerade sagen, wir gehen jetzt zum Verehrte Fahrgäste, der Zugverkehr wird für heute eingestellt. Wir dürfen nur die Kinder die Reste von den Tellern essen. Heute ist ein neuer Tag, Sonntag. Ich habe jetzt mir die Mühe gemacht, heute mich gleich nochmal in Schale zu werfen. Ups. Und, weiter zu spielen. Neugier und alles. Ja, in Sektor 8 gab es an allen Ecken Explosionen. Marco ist der Lebenssaft. Bla bla bla. Ich komme gar nicht hinterher. Ständig neue Poster. Sie mögen ein verblendeter Haufen sein, aber ihre Hartnäckigkeit ist beeindruckend. Was Shinra macht, ist grandios. Sieh doch nur. Ja, indem ihr nicht mehr den Himmel seht. Oh je. Was ist? Geht's? Wie mir jetzt auf der anderen Seite, dass der Kopfhörer raus wollte. Hast du etwa eine Marco-Vergiftung? Nicht schon wieder. Oh, guck mal, wer da vorne ist. Sollen wir jetzt diesen Schatten völlig hinterher? Verrußt und durchgeschwitzt. Ich bin echt fix und alle. Kann die Dusche kaum erwarten. Und ich das Wiedersehen mit meinen Kätzchen. Ja, Moment, ich will mich umgucken. Achtung, wegen defekter Tore akute Lebensgefahr durch wilde Bestien. Da kann ich drauf verzichten. Ich kehr besser um. Ich wollte mich ja nur angucken. Ja, die Slums sehen genauso aus, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ein Haufen Müll. Das haben wir auch in Crisis Core ja schon ziemlich gut gesehen. Oh, das ist so traurig. Ich meine, guck mal, wo die leben. Ah, die machen irgendwie doch das Beste draußen. Oh, die Musik. Oh, ich krieg Gänsehaut. Ich wiederhole. Hilfsgüter werden in der Lobby im ersten Tiefer. Ist der Reaktor jetzt kaputt? Donnerwetter, sieht gar nicht schlecht aus. Oh mein Gott, ich krieg Gänsehaut. Ich krieg gerade überall Gänsehaut. Meine Beine haben Gänsehaut. Ich habe überall Gänsehaut. Oh mein Gott. Okay. Ja, 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 oh mein Gott. Oh Gott, die Gänsehaut wird immer schlimmer. Ich habe gerade, ohne Witz, ich habe überall Gänsehaut. Ich habe einfach überall, ich habe überall Gänsehaut. Überall. Marlene? Papa, na endlich! Bin wieder da! Warst du denn auch schön brav? Mhm, war hier bei Tifa. Ohoho, das klingt ja toll, mein kleiner Schatz. Hallo, Cloud. Diese Blume, die ist ja echt unglaublich. Für mich? Seit wann machst du denn sowas? Ist 5 Jahre her. Da ändert sich einiges. Das stimmt. Ich muss mit Barrett reden. Klar, komm rein. Also, es gab ja einige Streit. Der Reaktor ist kaputt gemacht worden. Das haben sie im Fernsehen gesagt. Ich weiß, Marlene, aber keine Angst. Ich bin ja hier. Ich werde die ganze Nacht auf dich aufpassen. Genug geflimmert. Jetzt ist Schlafenszeit. Es gab ja ziemliche Streitpunkte wegen Tiefe ihr neuen Look. Von wegen, die Brüste wären zu klein. Ich finde nicht, dass die zu klein geworden sind. Sie sind jetzt halt groß in einer realistischen Situation herausgesehen. Und ich finde auch toll, dass sie ein bisschen sportlicher wirkt. Nur am Anfang, ich konnte mich bisher nicht mit diesen Overknees anfreuen. Ich mochte sie bisher immer ohne Overknees ein bisschen mehr. Aber der neue Rock, der ist gut. Der macht auch viel mehr Sinn von Bewegung her, weil in diesen engen, was sie da vorgetragen hat, ist ja Bewegungsfreiheit gleich null.
Und ich meine, ich als Cosplayer, ich darf das behaupten, weil ich kenne genug Cosplayer, die das bestätigen können. Und ich auch mit ein paar anderen Outfits. Marlene, guck mich sie an, sie ist so niedlich. Wegen der Belohnung sprichst du am besten mit Tifa. Die kümmert sich um das Finanzielle. Oh. Du Dreckskerl! Hast du etwa meiner kleinen Prinzessin Angst angejagt? Nein. Du hast gesagt, mit Fremden spricht man nicht. Oh. Wie? Ja, das stimmt, Lenchen. Das hast du dir ganz, ganz toll gemerkt, mein kleiner Engel. Oh. Toll. Ganz, ganz toll. So, jetzt aber ins Bett. Es ist schon spät. Ach nö. Ich muss dir erst was erzählen, Papa. Aber nur ausnahmsweise. Sag mal, hast du Hunger? Nein. Ich hätte gerne mein Geld. Ach, natürlich. Hör mal, Cloud. Können wir draußen reden? Sind die Leute, die gestorben sind, zum Planeten zurückgegangen? Genau. Ah, es tut mir leid, aber heute macht mir der Kopfhörer gerade extreme Probleme. Ich muss irgendwann mal gucken, dass ich mir welche hole, die halt passen. Mit Jubo kannst du dein Lieblingsmusikstück hören. Je mehr Schallplatten du sammelst, desto mehr Musik kann ich... Ah. Ja, dann werden wir hier wohl ein paar Mal zurückkehren, ha? Tiefer Thema halten. Ja. Dann spiel ab. Ach, leck mich doch. Dann spiel halt nicht ab. Oder hast du es abgespielt? Wir probieren es nochmal. Ah, ganz leise. Du, Cloud, ich wollte dir noch etwas zeigen. Es gibt ganz in der Nähe ein paar Apartments. Und eins davon ist noch frei. Da könntest du dich doch einquartieren. Oh. Es wäre sogar völlig umsonst, da die Vermieterin unsere Sache unterstützt. Was meinst du? Danke. Das würde mir helfen. Okay, dann mir nach. Wie war es eigentlich oben auf der Platte? Naja, ziemlich chaotisch. Glaube ich dir. Tut mir echt leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Zum Glück ist dir nichts passiert. Mach dir um mich mal keine Sorgen. Das gehört zu meinem Job. Okay, wenn du meinst. Kann schon verstehen, dass ihr Shinra hasst. Danke. Seid ihr eigentlich gut miteinander klargekommen? Für die anderen kann ich nicht sprechen, aber ich hatte keine Probleme. Echt? Dann bin ich ja beruhigt. Früher hast du dich schließlich ständig nur gezofft. Weiß gar nicht mehr. Ist ja auch alles schon ein bisschen her, ne? Der andere die Bilder, die sie aus Sektor 8 gezeigt haben, das war wie in einem Actionfilm. Kein Wunder, wenn Shinra die Sender gehören. Die nehmen es mit der Wahrheit nicht so genau. Vielleicht dann war die Explosion also gar nicht so schlimm? Doch. Ach so. Da wären wir. Mein Pony. Die Stella Apartments. Das Zimmer ist im ersten Stock. Ich hab's gerade in der Reflexion von meinem Bildschirm gesehen. In Nummer 201 wohne ich. Naja, eigentlich schlafe ich hier nur und bin sonst immer in der Bar. Okay. Das Zimmer ist kahl wie eine Gefängniszelle. Wie daneben, ha? Die 202 ist dein Zimmer. Der Vermieterin habe ich schon alles über dich erzählt. Was genau? Was? Ach, nur, dass ein alter Freund ein Zimmer sucht. War das okay? Ja, natürlich. Und da? Da wohnt... Ach, es ist schon spät. Wir stellen dich besser morgen vor. Wer wohnt da? Wer wohnt da? Ich meine, Wedge, Jesse und Biggs haben wir schon kennengelernt.
Sie wird ja nicht Arid meinen, oder? Ich meine, Arid wohnt doch hier gar nicht. Oder wurde da jetzt irgendwas geändert? Aber gut. Kein Palast, aber zum Schlafen sollte es reichen, oder? Ja. Wenn du sonst noch irgendwas brauchst? Ja, die Bezahlung. 2000 Gilvi abgemacht. Du hast deine Arbeit echt richtig gut gemacht. Am liebsten würde ich dir ja alles auf einmal geben. 500? Wir mussten für die Mission ziemlich viel auslegen. Die Kassen von Avalanche sind leer. Aber keine Sorge. Morgen gehe ich Geld einsammeln. Dann kann ich dir den Rest geben. Ach, die leben von Spenden? Da kann ich mich drauf verlassen? Wenn du mir dabei hilfst, auf jeden Fall. Ach so. Aber das ist dann wohl wieder ein neuer Auftrag. Nein. Passt. Das mache ich für die versprochenen 2000 Gil noch mit. Schließlich geht's um mein Geld. Ein Geschäftsmann. Gut. Dann bis morgen. Wir treffen uns in der Bar. Dann schlaf gut. Das ist so komisch mit dem Pony über den Stirnband. Jetzt habe ich es. Ich habe Kopfhänger, weil mein Kopf so beschäftigt ist. Das kommt von nebenan. Okay, das ist eindeutig nicht Herbert. Ich gucke erst, was hier hinten ist. Oh, eine Leiter. Will ich mir die schon mal angucken? Ich kann bestimmt da nicht einfach rein, oder? Hey, alles okay? Ich komm rein. Der ist bestimmt nur besoffen. Wer auch immer das ist. Schon jemand von denen? Das hier ist dein Zimmernachbar, Marco. Er ist schwer krank und kriegt kaum noch was mit. Die Vermieterin hat mich gebeten, ein bisschen nach ihm zu sehen. Kannst du ja auch mal tun. Klar. Es tut mir leid, mein Pony stört mich heute. Aber mein Kopfhörer rutscht schon wieder raus. Hey. Na komm, bleib drin. Ich muss mir eindeutig irgendwann mal Stöpsel holen, die halt passen. Wie gesagt, ich bin halt keine Trägerin für sowas und die lagen einfach nur bei mir rum. Die habe ich irgendwann mal zum Handy, glaube ich, dazu bekommen. Und habe die halt nie angehabt, deswegen muss ich mal irgendwann umgucken, ob ich mir irgendwo welche kaufe. Soll ich jetzt schon nach ihnen gucken? Okay. Dann nicht, Cloud. Das ist eine interessante Kiste. Das ist aber nichts kaputt machen, oder? Nee. Hätte mich auch gewundert. Ich habe jetzt keine Ahnung, was uns erwartet. Ich habe durch Trailer und
Sachen, die so die Macher gesagt haben, weiß ich, dass es Nebenquests geben Hallo, soll, ganz viele. Du bist dann wohl Cloud, hab ich recht? Oh. Ich bin Marle, die Vermieterin. Du bist seit vorgestern hier, stimmt's? Mhm. Warst du davor auf der Platte? Unter anderem. Ja, verstehe. Naja, die meisten, die hier landen, haben eine kompliziertere Vergangenheit. Und wenn du mal reden willst, kannst du dich jederzeit an mich wenden. Natürlich auch, wenn's um Tifa geht. Was soll mit der sein? Mach ihr bloß keinen Kummer, sonst kriegst du Ärger mit mir, hörst du? Oh. Das Mädchen ist wie eine Enkelin für mich. Werd's mir merken. Und jetzt sieh zu, dass du in den siebten Himmel kommst. Tifa ist schon vor einer Ewigkeit aufgebrochen. Interessante Haare, Bette, Male. Alltags in den Slunk, okay. Von einem explodierten Reaktor lässt Shinra sich nicht einschüchtern. Das weiß Avalanche selbst ganz genau. Mein Mann ist zum Bahnhof gegangen, um zu gucken, ob die Züge wieder fahren. Oh, was diese Explosion für ein Chaos verursacht hat. Hm, stimmt. Hm. Sehen Sie da oben mal, wie sicher alles gut in den Slums ist? Dann werden Sie alle herzlich. Hm. Wunderschön. Schade. Ich hätte gerne den Tiefer gewohnt. Also, ich würde nicht sagen, dass es hier so viel sicherer ist. Die Musik ist gerade so schön, meine Güte. Stop it! Suche nach Kandidaten. Ist das der Typ, den... Suche nach Kandidaten. Das Mädchen für alles? Was für Kandidaten? Du erinnerst mich ja ein bisschen an... An... Ist das der Typ, den Wedgman... Fetter Prügel. Verkauft er was? Denzel? Wenn dir dein Leben lieb ist, dann halte dich fern von dort. Denzel, jetzt hab ich. An Denzel. Fetter Prügel. Suche Nein. nach Kandidaten. Ja. Ich glaube, ich kann jetzt wohl noch nicht Nebenquests annehmen. Nee, ganz ruhig. Ich bin ein Profi. Ich mache hier nichts Schlimmes. Eigentlich. Hier sieht's voll interessant aus. So was. Was meinst du? Sollten wir ein paar Lebensmittelvorräte anlegen? Das ist echt gut dargestellt mit der Platte. Oh, dem Platten in dem Fall, ja. Wir haben jemanden in der Bürgerwehr. Na, Katzen. Ganz viele. Oh, Katzen. Oh, okay. Ganz ruhig. Die Katzen vermehren sich in letzter Zeit. Wir haben jemanden in der Bürgerwehr. Das Mädchen, das ihren Eltern in der Heimat gesehen haben. Das arme Ding. Was denn? Was meinst du? Sollten wir ein paar Lebensmittelvorräte anlegen? Ja. Wie wär's, ihr fand mir Klopapier an? Ich habe gehört, dass das soll ganz in sein aktuell. Willst du ein paar aufs Maul oder den Wagen verkaufen können, wenn wir ihn zerlegen? Gut. Eigentlich arbeite ich auf der Platte. Ja, kein Wunder, nach dem, was gestern passiert ist. So richtig praktisch ist das Leben in den Slums wirklich nicht. Ich würde so gerne auf die Platte ziehen. Aber mit meinem Gehalt kann ich mir das abschminken. Ihr sieht so schick Na, aus. Jetzt lass dich mal nicht zu hängen. Am Ende des Tages sind wir hier, um den Menschen auf diesem Planeten zu helfen. Irgendwann wird es dank unserer Mako-Energie den Leuten überall gut gehen. Darauf arbeiten wir bei Shinra hin. Ambitionen alleine machen nicht satt. Aber eine gute Team-Performance bringt vielleicht auch eine nette Gehaltserhöhung. Hm. Sie haben ja so recht. Wir schaffen das! Oh Mann. Der Reaktor ist gerade erst explodiert. Ja. Mein kleiner Bruder war zum Wachdienst in Mako-Reaktor 1 eingeteilt. Seit dem Vorfall habe ich noch nichts von ihm gehört. Ich glaube, das sind dann alles Nebenquests, weil die hören sich schon so an. Darf ich eine Katze streicheln? Hab schon lange keinen mehr mit Barrett gehoben. Wenn man durch die harte Schale kommt, ist das ein richtig netter Kerl. Ich will auch. Morgen. Na? Marlene schläft noch. Ich bin leise. Hm. Ich drehe in den Augen.
Gut, wollen wir gleich los? Heute steht der Tausch von Wasserfiltern an. Stammen von Jesse. So eine Art Universalentgiftungsfilter. Ohne die wäre das Wasser hier ungenießbar. Und der siebte Himmel vermutlich längst schon pleite. Die meisten in der Nachbarschaft verwenden sie. Der Job ist echt super einfach. Wir bringen den Leuten neue Filter und sammeln das Geld und die alten ein. Cloud? Na, muss das sein? Das schaffst du doch allein, oder etwa nicht? Oh, Cloud. Ja, nicht jeder Kunde zahlt auch gern. Hey, du bist mein Bodyguard. Bringen wir es schnell hinter uns. Vielen Dank. Ich zeig dir auch etwas die Gegend. Oh mein Gott. Ist gut jetzt. Das eingesammelte Geld kannst du direkt behalten. Du musst dir bestimmt noch viele Besorgungen machen. Danke, Tifa. Falls das nicht reicht, bekommst du den Rest später. Barrett wollte auch noch was eintreiben. Solange ich es heute krieg, kein Problem. Die Musik kenne ich doch. Hallo, wir sind hier, um den Filter auszutauschen. Hallo, Tifa, wie schön, dich zu sehen. Hab dich schon vermisst. Oha, wer ist das? Das ist Cloud, der hilft mir heute. Das Geld kannst du ihm geben. Wow, wie beneidenswert. Für deinen Job würde ich alles geben. Du würdest kläglich scheitern. Was? Cloud? Warum kaufst du nicht etwas ein, wo wir schon mal hier sind? Na gut, wenn's sein muss. Oh, Cloud ist die Begeisterung in Person. Meine Güte, der kann sich ja kaum zurückhalten vor Begeisterung. So. Ja. Ich muss es sagen. Davon habe ich genug. Davon eigentlich auch. Wegen dir. Wir nehmen mal 3 mit. Kann nicht schaden. Oh, Materia. Ich finde die bestimmt irgendwo. Ich weiß es jetzt schon, besten ich das bereuen soll. Werde du bist mir immer willkommen, mein Freund. Ehrenwort. Wenn du tiefer im Schlepptau hast, versteht sich. Dann bis bald in der Bar. Ich mix dir auch einen deiner Lieblingsdrinks. Oh ja, klar, dass Tifa hier überall beliebt ist, oder? Ich meine, guckt sie euch an. Und sie hat auch ein gutes Herz. Hereinspaziert, hereinspaziert. Wir haben alles, auch Artikel von der Platte. Die besten Waren zu den billigsten Preisen. Der Verkäufer ist Stammkunde bei uns. Deshalb gibt er uns gute Konditionen. Na, mir wohl kaum. Du könntest versuchen, etwas netter zu ihm zu sein. Nur um den Preis zu drücken? Vergiss es. Ach, Cloud. Unsere nächste Anlaufstelle ist die Vermieterin der Stella Apartments. Male? Du kennst sie schon? Sehr gut. Sei nett zu ihr. Sie hilft uns von Avalanche wirklich sehr. Ich habe wirklich kein Mitleid mit den Schnüsseln. Diese Gruppe namens Avalanche soll hinter der Tat stecken. Die hat doch vorher schon mal irgendwo Ärger gemacht. Das habe ich in den Nachrichten gesehen. Hallo, Male. Hallo, Male. Wir sind wegen der Filter hier. Tifa, wie schön, dich zu sehen. Oh, und in Begleitung. Hey. Rein geschäftlich. Lächeln. Ich habe ihn um Hilfe gebeten. Pass gut auf sie auf. Nicht nötig. Das kann ich sehr gut selbst das tun. Das stimmt wohl. Weiß ich ja. Aber manchmal ist's besser, wenn's jemand anderes tut. Und was sollte so ein Miesepeter wie der außer Kämpfen schon können? Ne? Hey! Wenn Sie meinen. Lächeln. Ich gebe mein Bestes. Warum so verbissen? Nicht gut geschlafen? Dann ruh dich aus. Wofür hast du das Zimmer? Müde Männer murren mir. Die erste Regel in den Slums. Ganz genau.
Ausgeruht bekommst du vielleicht auch ein Lächeln hin. Danke, Male. Wir müssen jetzt weiter. Einen schönen Tag noch. Euch auch. Viel Erfolg auf eurer Runde. Danke. Ruft man sie auf den blauen Bänken neben Verkaufsautomaten und Bett in einem Zimmer aus, können TP und MP vollständig geheilt werden. Okay. Dankeschön. Ja. Ich bin schon wieder in Grimassen-Mode. Tifa tut hier Dank irgendwie... Male habe ich mich ganz schnell hier eingelebt. Wohnst du schon lange in den Slums? Etwa 5 Jahre? Aber das ist jetzt egal. Wir müssen das Geld einsammeln. Fehlt nur noch der Waffenhändler. Bei vielen bleibt das Gehalt aus. Also sie ist genau nach dem Vorfall in Nebelheim. Ob ein Filtertausch ansteht? Also, der Filter hat überhaupt nicht gewirkt. Das tut mir sehr leid. Dann versuchen Sie es doch mal mit diesem hier. Ich hab genug von dem Zeug. Lasst mich in Ruhe. In Ordnung. Wenn Sie Ihre Schulden beglichen haben. Wie bitte? Ich soll für den nutzlosen Schutt auch noch bezahlen? Das Geld sammelt der Herr dort ein. Schön für ihn, aber nicht bei mir. Sind Sie da sicher? Recht herzlichen Dank. Damit hätten wir alle Kunden abgeklappert. Das Geld ist eingesammelt. Willst du dich noch etwas hier umsehen? Ich will lieber wissen, wann Barrett mit seiner Runde fertig ist. Spätestens, wenn die Bar abends öffnet. Dauert aber noch ein bisschen. Was willst du tun? Tja, gute Frage. Naja, also, ich hätte da eine Idee. Willst du sie hören? Wenn du dein Geld hier mit Aufträgen verdienen willst, dann brauchst du die richtigen Kontakte. Etwas Vitamin B hat noch keinem geschadet. Ist das auch so eine Slum-Regel? Ganz genau. Beziehungen verschaffen dir Arbeit. Und wenn du dich gut dabei schlägst, spricht sich das rum und du erhältst neue Aufträge. Soll heißen? Du könntest zum Beispiel der Bürgerwehr zur Hand gehen. Das läuft zwar eher auf freiwilligen Basis, aber Leute lernst du ganz sicher kennen. Dann Versuch ist es wert. Ist gleich hier oben. Folg mir einfach. Hereinspaziert und umgeschaut, mein Herr. Wer in den Slums lebt, sollte nicht... Ja, ich weiß, in welchem Gebäude wir sind. Ja, hier haben wir der kleinen Limit beigebracht. Heute seid ihr zwei also mit Dienst dran? Oh. Sag mal, Cloud, willst du uns etwa unter die Arme greifen? Hängt davon ab. Was macht ihr bei der Bürgerwehr? Ziemlich viel. Also... Wir säubern die Slums zum Beispiel von Ungeziefer und bringen den Leuten zu kämpfen bei. Meistens sowas. Denn am besten schützt man sich selbst. Eine der wichtigsten Regeln in den Slums. Cloud muss hier noch ein bisschen bekannter werden. Ein guter Ruf ist gut fürs Geschäft. Die Bürgerwehr wäre da genau das Richtige, dachte ich mir. Das trifft sich ja ausgezeichnet. Gibt nämlich was. Das ist uns nur mal zu groß. Zahlen können wir nicht. Aber wir zeigen uns anders erkenntlich. Lass mal sehen. Zum Beispiel dein Schwert. Nicht modifiziert? Stimmt. Hab ich nicht nötig. Wieso? Hast du was gegen Mod? Die würden dir das Leben erheblich erleichtern. Ich erklär's dir mal. Kann ja nicht schaden. Okay. Aber ich liebe das Schwert so, wie es ist. Neue Funktion, Waffenmodifikation. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Deswegen gucken wir uns das jetzt mal an. Waffe werden durch... Okay, zuerst musst du Charakter wählen, das Waffen du modifizieren möchtest. Wähle das Cloud mit X. Als nächstes musst du die Waffen wählen, die du verstecken möchtest. Wähle das Panzerschwert mit X. Okay. Okay. Oh, das erinnert mich aber sehr an Final Fantasy X. Verbessere eine Waffe mit Modifikation, die zum Freischalten von modifizierten... Ich kann nicht mehr reden. Gut, ja. Reize. Okay.
Okay. Okay. Schön. Hat's geklappt? Übung macht den Meister. Also einfach mal ausprobieren. Mach ich. Okay. Danke. Wir werden auch noch Werbung für dich machen. Das sind wir dir schuldig. Für Dank Max Plappermaul bist du im Nu in aller Munde. Für meinen guten Kumpel Cloud laufe ich gerne noch eine extra Runde. Ehrensache. Oh. Und wo finden wir besagtes Ungeziefer? Auf den Rostpfaden. Viel Glück. Ich komme mit dir mit, Cloud. Das schaffe ich auch allein. Nee. Aber zu zweit geht's schneller. Ja. Okay. Dann einfach mir nach. So gut wie ich kennt niemand die Slums. Ich finde das voll toll, dass sie halt auch so Anzeichen von Bauchmuskeln hat. Kann man gleich ernst nehmen. Hier wäre normalerweise ein Speicherpunkt. Aber gut. Du siehst müde aus. Ich wollte gerade sagen, wir gucken erstmal, ob wir hier noch irgendwas finden. Nee, da kann ich wohl noch nicht hin. Der eine hat gerade von Jesse geschwärmt, habe ich das richtig gehört? Die Rostpfade liegen westlich von hier. Hinter den Schutzzäunen, die man um die Slums errichtet hat. Bereite dich gut vor. Man kann nie wissen. Okay. Wir schaffen das schon. Wie hier passiert was, klar? Willkommen auf den Rostpfaden. Das reinste Paradies für lästiges Ungeziefer. Ja, das fühlt sich hier genauso wohl wie der Müll. Das glaube ich sofort, so wie es hier aussieht. Dann gucken wir uns mal oben, ne? Ah. Das ist gleich die erste. Dann zeig mal, was du kannst, Soldat. Er fällt auf. Ich hätte ja eigentlich gerade tiefer nutzen können, aber... Ist ja irre. So kämpft man also bei Soldat? Das war doch gar nichts. Vielversprechend. Dann lass uns mal weitermachen. Ja. Machen wir. Machen wir, machen wir. Komm tiefer. Zeig du mal, was du kannst. Furiose Kämpferin. Ja, ja. Mhm. Ja, ja, gut. Geh hier und nicht weiter. Hm. Auch nicht schlecht. Errol wird auch schon. Das macht es schön tiefer. Ich bin so stolz auf dich. Yuffie, an deiner Seite verlieren selbst die grässlichsten Monster ihren Schrecken. Naja, du musst dich auch nicht verstecken. War echt überrascht. Am besten schützt man sich selbst. Ich habe nicht ohne Grund 5 Jahre hier überlebt. Und jetzt mein Quiz. Welche Slum-Regelnummer ist das? Muss ich das lernen? Wenn du hier leben willst, kann es jedenfalls nicht schaden. Aber weiter im Text. Mein Einsatz ist hier und nicht weiter. Überlass das mir. Ja. Ich wollte eigentlich gehen. Schluss. Das war... Mhm. Okay. Schon gewonnen. So langsam müssten wir eigentlich fertig sein. Wenn man hier jemals fertig sein kann. Jetzt sei doch nicht so ein Spielverderber. Die Slums sind etwas sicherer geworden, und wenn auch nur für kurze Zeit. Das ist besser als gar nichts, oder? Ja. Vielleicht. Deinem Ansehen wird das jedenfalls nicht schaden. Und jetzt komm, lass uns zurück zu Biggs und Wedge gehen. Diese Ohrstöpsel machen mich wahnsinnig. So ein bisschen. Ach, hätten wir da einfach durchgehen können. Ja gut, ist jetzt so oder so im Kreis gelaufen. Daher passt das schon. Der Alleskönner, ne? Bin ich schon bekannt, oder was? Fetter Prügel. Da kommt der Hörstuhl. Warum denkt er... Kandidaten. Warum denkt er immer, ich verkaufe irgendwas? Kann man mit dir jetzt reden? Nee, noch nicht. Okay. Dann noch nicht. Vielleicht sollte ich mal.
die Musik hier ist auch echt interessant. Wo war denn diese Leiter? Da. Die Monatszahlen der Elektrobestien. Wow, schon zurück? Ja. Ja klar, was denkst du? Die Gefahr ist erstmal gebannt. Boah, seid ihr schnell! Allerdings. Wir haben dich übrigens schon angepriesen. Oh. Ist ja interessant. Fragt sich, was ihr den Leuten erzählt habt. Ist doch egal. Wenn du weiter gute Arbeit ablieferst, spricht sich das schon von ganz alleine rum. Eben. Hast du die Mods schon probiert? Ja. Ein tolles Schwert. Habt bestimmt viel erlebt zusammen. Hm. Ja. Ziemlich viel. Alles okay? Geht schon. Was hast du in den letzten Jahren eigentlich so gemacht? Nichts Besonderes. Ich wüsste trotzdem gern. Gehen wir etwas spazieren? Zeit haben wir ja noch. Komm. Oh cool, ich komm auch mit. Nächster Wedge. Los, bevor er mir abhaut. Nächstes Mal. Och, Mann! Wie blind kann man eigentlich sein? Kannst doch den beiden ihr Date nicht versauen. Wir könnten eigentlich auch gleich etwas Arbeit für dich suchen. Willst du vorher noch was einkaufen? Nicht nötig. Bin mir sicher, dass der Waffenhändler seine Meinung über dich inzwischen geändert hat. Wenn du unbedingt drauf bestehst. Habt ihr es schon gehört? Die Rostpfade sind angeblich wieder sicher. Aber da wollte ich mich doch drum kümmern. Tja, ich kam halt dir zuvor, würde ich sagen. Im Dach unserer Herberge ist ein Loch. Ich achte aufs Kleinste. Seht doch, seht! Die neuesten Zahlen für die erlegten Bestien. Ist was? Hm, ich frag mich, ab wann die Nebenquests... Seht doch, seht! Die neuesten Zahlen für die erlegten Bestien. Ich frag mich, wann... Bist du der Kerl, der diesen... Hey Junge! Man erzählt sich, dass du angeblich keine Gegner scheust. Und für Aufträge zu haben bist. Dein Können hat sich wohl herumgesprochen. Das ging aber Komm schnell. Auf den Punkt. Hör mal, tut mir leid, dass ich vorhin so ungehalten war. War ein mieser Tag. Du brauchst doch bestimmt gute Waffen, um deine Aufträge zu erledigen, oder? Kannst die da haben. Als Entschuldigung. Wenn jemand wie du eines unserer Schwerter schwingt, ist das gute Werbung für mich. Na gut. Kann Aber ich dich vielleicht sonst noch für irgendwas begeistern? Ich schau mal. Ehrlich gesagt möchte ich so lange wie möglich bei meinen Dingen bleiben. Bei meinen... Ihr wisst schon, was ich meine. Bastardschwert, jetzt habe ich. Ja, aber das sind so Sachen, die kaufen wir andermal. Komm bald wieder! Wir sind ja erst ganz am Anfang. Ja, dachte jetzt bist ich mir du schon. Perfekt ausgerüstet für weitere Aufträge. Dann fangen wir mal an. Zuerst sollten wir bei Weimar vorbeischauen. Wer ist das? Er verteilt die Aufträge, die bei der Bürgerwehr eingehen. Genau die richtige Anlaufstelle für einen Alleskönner. Und wo finde ich ihn? Um diese Zeit sollte er in der Wachstube sein. Okay, dann mal hin, ne? Bist du der Kerl, der diesen Laden für alles eröffnet hat? Haben wir einen Laden eröffnet? Ich bin mir nicht sicher. Sag du es mir. Job, hab ich gehört. Ich kann Suche nach Kandidaten. Oh, hallo Tifa. Hast du etwas auf dem Herzen? Nein, ich wollte nur einen starken Helfer vorstellen. Voila, Cloud der Alleskönner. Das freut mich sehr. Je mehr, desto besser. Arbeiten wir zusammen für die Sicherheit und das Glück dieser Stadt. Wenn die Bezahlung stimmt, übernehme ich auch gefährlichere Jobs. Du scheinst ja sehr von dir überzeugt zu sein. Ich habe da genau die richtigen Aufträge für dich. Die Details klärst du am besten mit den Klienten. Wenn alles gut läuft, hörst du sicher wieder mal von uns. Alles klar. Du kannst ab sofort halt als Alleskönner unter Beweis stellen und Aufträge annehmen. Okay. Okay. Kandidat ermittelt.
Abgleich mit dem Referenzdatensatz. Strapazierfähiger Knochenbau, definierte Muskeln, Herz- und Lungenfunktionen auch durch Tragen des großen Schwertes nicht beeinträchtigt. Okay. Äußerst vielversprechend. Mein Name ist Chatley. Ich arbeite in der Forschungsabteilung des Shinra-Konzerns. Ah. Würdest du mich bei meinem Projekt unterstützen? Du bekommst auch eine Anzahlung. Ich bitte dich, diese Analysematerie einzusetzen und Daten für Kampfberichte zu sammeln. Okay. Auf diese Weise kann ich nämlich neue Materie entwickeln. Mit Shinra kooperiere ich nicht. Keine Angst. Insgeheim arbeite ich gegen meinen Arbeitgeber. Gerade du solltest es doch wissen. In neuen Materia liegt auch die Möglichkeit zum Widerstand gegen Shinra. Also, was meinst du? Wenn ich dich hintergehen sollte, kannst du mich einfach mit dem Schwert erschlagen. Das werde ich auch wirklich tun. Hohoho. Sehr gut. Bis dahin haben wir also eine Abmachung. Komm bitte schnellstmöglich zu mir, sobald ein Kampfbericht erstellt ist. Okay. Machen wir. Okay. Das waren dann noch andere, richtig? Okay. Das sieht voll cool aus. Ah, so kann ich jetzt auch raus. Keine Ahnung, dass das geht. Ja, gut. Dann gehen wir noch die anderen Quests annehmen. Oh. Oh, hallo Tifa. Passt Marlene auf den Laden auf? Mm. Schade. Ich wollte, dass sie mir bei der Suche nach meinen Freunden hilft. Dieser Alleskönner hier neben mir sagt, dass er sie suchen wird. Wirklich? Also gut, so sehen meine Freunde aus. Sie haben lange Arme und Beine, sind elegant und super schlank. Sie mögen Orte, wo man was essen kann. Und Leute, die ihnen Leckerlis geben. Und enge Spalten. Meine Freunde Katzen. Sind nämlich Kater, wisst ihr? Mhm. Ach, wir sollen Katzen suchen? Alle drei sind sehr zutraulich. Wenn man sie ruft, kommen sie auch. Du musst sie unbedingt zurückbringen, ja? Okay. Und was ist das Leben des Planeten? Der Lebensstrom natürlich. Die drei Kater mögen Plätze mit vielen Leuten. Okay. Häufig spielen sie im Eingang. Ich wollte eigentlich nur Slums. Gucken, ob da irgendwas anderes ist. Und was ist das? Dann gucken wir uns um. Tut mir leid. Mittel halten sich da. Lange. Nee. Ja. Das haben wir ja schon. Wir könnten eigentlich noch das hier annehmen. Pass bloß auf! Ich wollte doch nicht, ist ja gut. Seit einer Weile denken meine Freundin aus Sektor 5 und ich darüber nach. Na komm, meine Kleine. Komm schon her. Okay. Die Frage ist halt, hier sind jetzt so viele Katzen. Welche dann die richtigen sind. Hier sind auch richtige Märkte und sowas. Heute finden wir die haben echt auf viel Detail geachtet. Ah. Hallo Tifa! Wer ist denn dieser Junge bei dir? Ja, Tifa, wer bin ich denn? Erzähl mal. Da ist ja noch was. Hallo? Diese Katzenbande. Die hat mein Brot aufgefressen und sich dann dort drin versteckt. Könntet ihr diese frechen Fellnasen einfangen? Okay. Es sind einige Katzen. Oh. Ist das nervig? Oh, Cloud, stell dich nicht so an. Vorsicht, Kätzchen. Ich will doch nur an die Kiste.
Oh. Guck mal, was die da macht. Okay, ganz ruhig. Es gibt keine Monster. Monster sind nicht echt. Ja, ich muss widersprechen. Es gibt Monster. Und wir bekämpfen auch einige. Ich meine, wenn man in so einer Welt wie hier lebt, wo es Materia und Magie und Co. gibt, dann keine Ahnung. Mm, wunderschön. Markenprodukte sind eben einfach überlegen. Mm, schade, jetzt ist sie weg. Hättest du nicht vorsichtiger sein können? Markenprodukte sind tut mir leid, ich hab's versucht. Ich wusste das doch nicht. Dann gucken wir uns mal weiter um, ne? Na, was brauchst du? Was willst du? Erzähl. Willkommen! Oh, ein neues Gesicht! Bist wohl nicht zum Einkaufen hier? Du musst der Alleskönner sein, von dem man sich so viel erzählt. Gut, du kannst mir vielleicht weiterhelfen. Ich will, dass du die fliegenden Echsen in der alten Fabrik erlegst. Da ist nämlich unser Revier. Meine Stammzulieferer begeben sich für Trödel gerne mal in Gefahr. Das macht mir etwas Sorgen. Ich übernehme das. Besten Dank, Mann! Wegen der Einzelheiten kannst du dich vertrauensvoll an Najin wenden. Er ist ein Mitglied der Bürgerwehr. Lass ihn nicht warten, die Sache drängt, okay? Okay. Was will der? Okay. Ein Teekessel? Die Sache drängt, hat er gesagt, gell? Dann... Tja. Revisieren wir das mal. In den Läden in der Kann ich da eigentlich auch angucken, was die Quests von mir wollen? Das sieht ja interessant aus. Okay. Ebene, Karte. Ah, hier. Okay. Ganz ruhig. Ja. Ich hab falsche Knopf. Einmal potenziell neuen Auftrag hier vorgestellt, brich mir mit dem Grima. War das nicht gerade ein Mauzi? Es klang ziemlich nah. Der siebte Himmel hat heute Abend doch geöffnet. Wirklich? Wie wir es auch wünschen. Ja. Spätestens übermorgen sind unsere Auslagen leer. Cloud, ich habe irgendwie das Gefühl, du bist nicht so der Katzentyp. Und das finde ich sehr bedauerlich. Denn Katzen sind was Tolles. Du bist wohl ein zu großer Brummkopf, dass die Katzen keine Lust auf dich haben. Mit Katzen muss man königlich umgehen. Du musst verstehen, dass jede Katze unter dir steht. Über dir steht, so rum. Und du unter jeder Katze stehst. Richtig? Richtig. Denn Katzen sind Könige. Und wir sind ihre Sklaven. Und sobald man das verstanden hat, hat man die Welt verstanden. Weisheiten mit Yuffie. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Ich bedanke mich. So. Hey! Und? Wie gefällt dir der Song? Bist schon ein Fan? Na dann, nimm! Ist ja sehr chocobo-haft. Ob hier noch irgendwas essbar ist? Ja, das habe ich instant in Ohrwurm. Vielen Dank. Kann ich hier durch? Nee, kann ich nicht. Okay. Tja. Ob hier noch irgendwas essbar ist?
irgendwas essbar ist? Verdammte Scheiße. Alles schon verdorben. Oh. Da bricht mir gerade mein Herz. Ja, Tifa ist auch verwegen. Also, das muss man ihr lassen. Nee, ganz ruhig. Die Quest, die hier war, Rio, gell? Meine Schwester lebt seit kurzem. Ich glaube, ich muss sie dafür auch auf die Route nehmen, kann das sein? Avalanche soll die Bombe gelegt haben. Ich übernehme. Ich hab... War das nicht gerade ein Mount? Ja, hier. Es klang ziemlich. Ich geb's auf. Oh, okay. Ich befürchte, ich hätte dafür Katzenfutter oder so aus mir holen sollen, ha? Huh? Und was ist das? Oh. Was? Sie sind alle weggelaufen? Ja. Dann kommen sie nicht mehr zurück? Oh nein! Oh. Da seid ihr ja! Alle drei! Sie sagen, sie seien vor einem bösen Mann weggelaufen. Danke! Ich dachte schon! Oh mein Gott! Mein Herz wäre gebrochen! Das lief doch wie am Schnürchen! Sicher bist du bald gut im Geschäft! Ja, total! Ja. Für den Anfang nicht schlecht. Du darfst halt nicht wählerisch sein. Denk dran! Kontakte sind wichtiger als Geld, okay? Okay. Ja, die Regeln der Slums. Sehr gut, du lernst schnell, wie es scheint. Hab halt eine gute Lehrerin. Und eine strenge, wenn es darauf ankommt, also sieh dich vor. Wenn du meinst. Also, so langsam müsste Barrett eigentlich mit dem Geldsammeln fertig sein. Was meinst du, sollen wir mal in der Bar nach ihm sehen? Ich muss gestehen... Hier. Ich will gerne noch zur Fabrik. Ich meine, ich muss ja jetzt nicht bestimmt sofort zu Barrett, oder? Ich kann ja bestimmt erst die Nebenquests machen, richtig? Es tut mir leid. Ich hab's eilig. Es tut mir leid. Bin ich gerade falsch gelaufen? Nee, ich bin richtig. Hallo? Darf ich hier durch? Leute, ich würde da gerne durch. Ihr da! Ich will hier durch. Seht ihr mich an? Ich sehe aus wie ein erster Soldat. Rang erster Soldat. So rum. Ihr habt gefälligst, mich da durchzulassen. Oh, ich muss da gar nicht durch. Oh. Ups. Aber trotzdem, ich will da durch. Einfach nur, um zu wissen, was da hinten ist. Mit dem Geld kann ich mir einen Burger kaufen. Okay. Auf der Platte gibt's gar nichts. Tut mir leid. Das ist zwecklos. Dreht um. Die Fabrik ist gesperrt. Da treiben sich Schimmer rum. Obwohl, Moment. Du bist's ja, Tifa. Seid ihr die Hilfe, die die Zentrale uns versprochen hat? Ja. Dann seid ihr natürlich herzlich willkommen. Die Schimmer befinden sich in den hinteren Lagerhallen, an zwei Stellen. Merzt sie aus, okay? Gerne. Ah, oh, da ist eine Kiste. Und da sind auch Kisten. Mit nichts drin. Gut. Oh, da ist eine Materie. Da müssen wir hin. Dann gucken wir mal, ob wir da außen rumkommen.
Wie, ich kann da nicht durch. Geh ich halt außen rum. Los, kleine Fische. Und jetzt? Nicht mit mir! Feuer! Los geht's. Das ist noch nicht vorbei. Erzähl mal was Neues. Ich finde schön, dass Tifa mit uns gerade rumläuft. Ihr wisst, ich bin mehr der Fan von Aerith und Cloud zusammen. Aber ich mag Tifa auch sehr. Ich werde kämpfen. Ich mag Soße. Jeden Tag. Das ist keine Karte, die krass. Außer Hojo. Hojo ist behindert. Ich habe keine Ahnung, ob der Name so richtig ausgesprochen wird, weil ich habe mich noch nie damit befasst. Ob es Hojo, Hojo, keine Ahnung, ausgesprochen wird, ist mir auch hopp egal. Weil der Charakter mich nicht interessiert. Weil ich ihn eh nicht mag. Frontalangriff. Geht klar. Uiuiuiui. Mein Einsatz. Ist gut jetzt. Feuer frei. Los. Warum tränt jetzt mein eines Auge? Oh. Ich will noch kurz gucken, ob ich nicht irgendwo finden. Los, kleine Fische. Leichter Fang. Ja. Ernsthaft? Bis hier. Nur ein krasser. Brenne! War okay. War okay, sagt er. Aber hier aus kam ich nur noch hier hin. Sternfriede. Zweck los. Ausgezeichnet. Ich krieg ihn nicht ganz in den Schuss rein, weil ich dann nicht richtig rankomme. Jetzt! Geht doch! Geht doch! Sehr gut, weiter so! Das hast du schön gemacht, Tifa. Nee, ich will mich hier noch umgucken. Kann ich aber vielleicht. Ja, keine Ahnung. Ah, da. Ich dachte schon, ich habe doch hier gerade eine Taste gesehen. Ich müsste die Materie haben. Ich habe welche gesehen. Ich bin doch nicht bescheuert. Kam ich von da? Oder kam ich von hier? Tja.
Tja, tja. Hier lang, glaube ich. Die kommen auch immer wieder neu, ja? Das wird wehtun. Bis hier und nicht weiter. So darf's weitergehen. Finde ich auch. Ah. Kann ich jetzt so auch aufmachen. Das habe ich vorhin nicht gesehen. Da, Materia! So sieht's aus wie eine. Gut. Okay. Das habe ich halt zweimal. Feuer. Kann ja eigentlich nicht schaden, das tiefer zu geben, wenn sie denn... Ich war ja bisher immer ein Fan davon, den einen Charakter was anderes zu geben als den anderen. Okay. Ich muss gestehen. Dann kriegt er... Tiefer gekriegt, heilen und gut. So. Ich glaube, ich gehe gerade wieder einen Umweg, kann das sein? Ah, vielleicht ist hier dahinter ja auch irgendwas. Oh. Ja, gut. Tja. Komme ich denn zumindest von hier aus irgendwie zurück? Sieht ja nicht so aus, ne? Gut. Dann darf ich also komplett zurücklaufen. Da hinten sind auch schon wieder kleine Viecher. Ich hab sie genau gesehen. Genug. Tiefer. Ich leg los. Eine große Sache. Interessant. Oh Gott, es tut mir leid. Meine Nase ist gerade ein bisschen zu. Gucken wir mal weiter. Nee. Irgendwie. Ich kam von hier, richtig? Also vorhin meine ich. Kam ich von hier? Ja, ich kam von hier. Ja. Gibt alles. Habe ich doch schon. Ich muss doch jetzt nur noch zurück, oder nicht? Oder? Ja. Dann gehen wir mal zurück. Okay. Ich würde von Evelyn schon. Autsch! Die von der. Huch, was ist denn hier los? Was ist denn da los? Lass uns mal nachsehen. Ja. Johnny wird doch. Ey! Hör auf! Widerstand ist zwecklos! Lass mich in Ruhe, du Shinra-Schwein! Klappe, Slamratte! Piep, 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 piep! Bist du bescheuert? Angeblich soll jemand Schießpulver aus einem Shinra-Lager geklaut haben. Johnny wurde zu der Sache verhört. Und du weißt ja, wie bockig der Bengel sein kann. Das hatte doch sicher mit dem Anschlag zu tun. Armer Kerl. Diesmal kommt er nicht so leicht davon. Das wird echte Konsequenzen haben. Oh. Wir müssen Johnny helfen. Gehört er zu euch? Nein, aber er hat mitbekommen, dass wir hinter Evelyn stecken. Oh. Und
Leider plappert er gern. Oh. Johnny darf auf keinen Fall reden. Ich gehe hinterher. Ich komme mit. Wirklich? Aber... Das bin ich dir schuldig. Für deine Hilfe. Naja. Na gut. Dann los. Dieser Nichtsnutz. Der hat doch nichts als Flausen. Ich würde gerne noch die Quest abgeben. Das ist die falsche Richtung, Cloud. Ja, dachte ich mir. Gut. Dann machen wir erst die Hauptquest. Johnny, diese aufgeblasenen Arschlöcher. Okay. Habt ihr es gehört? Er hasst Gewalt. Und ich hasse es, dass mir der Staub so rausrutscht. Hinter die Container da. Überhaupt noch gar nichts getan. Nee, nur ein bisschen Schießpulver geklaut, was? Uns machst du nichts vor. Das war deine ID, du hast das Lager betreten. Oh. Was? Das muss ein Irrtum sein. Ich würde mich nie auch nur in die Nähe eines Schindra-Lagers wagen. Oh nein, Ruhe! Ruhe! Oh nein! Verdammt! Johnny rutscht sicher was raus. Gehen wir. Los! Ja, du lenkst die Gardisten ab. Ich kümmere mich um den Rest. Ablenken? Ich hau die zu Brei. Lasst ihn gehen. Hm? Bist du ein Komplize? Raus damit! Oh. Was los? Wer ist da? Oh, dein Freund und Helfer in der Not! Ihr seid es! Evola! Hey du! Was soll das werden? Nur die harte Tour. Das war ja so klar! Tschüss. Genug! Verdammt! Abschau! Blitz und Donner! Mundheilung! Keinen Kopf! Wie der andere diesen Hund gerade gehalten hat. Kein Problem. Was ist los? Ist es vorbei? Hey! Ist da jemand? Ich könnte Hilfe gebrauchen! Okay. Ja, dann los! Und jetzt? Wir stellen ihn ruhig. Cloud. Hey! Nicht! Wie? Was? Nein! Nein! Ah! Lass das! Wenn dir was an deinem Leben liegt, dann verschwinde. Ja, ja, ja! Ich mache eine Biege! Ich schwör's! Sollen wir ihn nicht laufen lassen? Er könnte reden. Ich weiß, aber er hat nichts getan. Wollte gerade sagen. Und die? Lass sie liegen. Cloud. Was soll das? Harte Zeitentiefe. Verschwinden wir, bevor sie aufwachen. Harte Zeitentiefe. Ganz einfach, harte Zeiten. Hoffentlich kommt Johnny irgendwie klar. Sorg dich lieber um dich selbst. Lass uns von hier verschwinden. Was ist? Ich weiß nicht. Du hast dich irgendwie verändert, Cloud. Inwiefern? Deine Augen zum Beispiel. Wie soll ich das sagen? Früher hast du nicht so... Das kommt von Marco. So sehen alle bei Soldat aus. Ach so. Und nun? Willst du zum Laden zurück oder lieber noch ein paar Aufträge erledigen? Ich weiß, es hört sich doof an, aber die Marco-Augen, die sehen ja schon ziemlich schick aus, ne? Also... Diese Musik, die ist so schön.
Hier noch irgendwas essbar ist? Ach so, nee, der war da drin, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Oder auch nicht? Ich bin verwirrt. Ach, da. Hetz nicht! Mach schön langsam! Ich glaube, an dem Mann hätte ich jetzt nicht vorbeikommen können, oder? Nee, Moment. Das ist ja Seven Heaven. Ich wollte schon fast in die Hauptquest rein. Ich will doch gerade zu der grünen Quest. Von wo aus komme ich da nochmal hin? Oh mein Gott. Okay. Irgendwie. Da. Und dann. Karte, du darfst dann auch gerne. Hier war das, richtig? Ja, genau. Die Musik ist so schön. Ihr habt die Flugechsen erlegt? Besten Dank auch. Das wird meine Schrottsammler sicher freuen. Sieht ja ganz so aus, als hättest du ein Händchen für diese Söldnergeschichte. Kann man so sagen. Ich habe in den Slums schon so einiges gesehen. Glaub mir, ich habe ein Gespür für sowas. Begib dich am besten mal zum Platz vor dem Pfeiler. Man munkelt, dass irgendwo dort ein grässliches Ungetüm rumschwirrt. Du bist doch Experte für sowas, oder? Schon. Lerne dich selbst kennen, indem du deinen Weg beschreitest. Und dann, blick zurück. Die Aussicht wird eine ganz andere sein. Also hau rein, Mann! Mein Angebot ändert sich regelmäßig. Schau während deiner Selbstfindung öfter mal vorbei. Okay. Willkommen! Mein Sortiment ändert sich je nachdem, wie die Lage gerade so ist. Wirst schon sehen. Okay. Super Trank. Ist halt gar nicht mal so teuer, ne? Ich denke. Besten Dank. Falls nicht, dann deck dich bei mir für den Kampf ein, okay? Ei, ei. Das ist eigentlich hier. Eine Kiste. Handgranaten. Okay. Kann man es kaputt machen? Nö. Sonst wohl nix, ja? Gut. Ich bin immer wieder erstaunt, wie gut das aussieht. Also auch wie... logisch, die Platten dargestellt haben. Auch, dass es halt nicht einfach außenrum komplett zu ist, weil das wäre ja auch irgendwie Blödsinn. Instant Food Shop. Zum Beispiel? Wenn ich dir das sage, verderb ich dir die Überraschung. Dann macht er also bald was Neues auf. Jetzt gehen wir noch... Habe ich eigentlich den Analyse-Ding benutzt? Muss ich das nicht? Habe ich überhaupt... Die hätte ich ausrüsten müssen, war das nicht so? Ah, es tut mir leid. Das habe ich voll verpeilt. Tja. Ich fühle mich immer gleich viel besser. Bürgergeheer hat angekündigt. Ja. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Setze bitte die Analysematerie ein und sammle damit Daten für die Kampfberichte. Ja, ich versuche zukünftig dran zu denken. Es tut mir echt leid. Das habe ich jetzt voll verpeilt. Wir laufen jetzt bis zu dem Punkt, wo Seven Heaven ist. Aber da geht's ja dann weiter. Ich denke, da werde ich dann auch mal die Pause hier erstmal beenden. Auch weil ich dann mal eine kurze Pause brauche. Weil, oh Leute, ihr glaubt gar nicht, wie sehr das Stirnband und alles drückt. Also, was mit der Weg zusammen, meine ich jetzt. Ach da, ich bin schon völlig blind.
abfällig. Gut. Ich verabschiede mich jetzt hier. Ich hoffe... Wann macht ihr denn heute die Bar auf? Der siebte Himmel hat heute Abend doch geöffnet, oder? Hat er nicht jeden Abend geöffnet? Muss ja auch weiterlaufen, auch ohne Tiefe, oder nicht? Naja. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wünsche euch einen schönen Morgen, Abend, Mittag, je nachdem. Warum sage ich eigentlich immer Mittag erst nach Abend? Das macht gar keinen Sinn. Ist ja auch egal. Ich finde bisher das Nebenquest-System, sage ich jetzt mal, ziemlich interessant. Ich bin gespannt, was uns da noch so erwartet. Und wir werden auch versuchen, so gut wie möglich alles mitzunehmen, was uns das Spiel zu bieten hat. Also, ich bedanke mich nochmals fürs Zusehen und man sieht sich in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.